Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 17. Januar 2018? Heute ist Neumond. Das bedeutet, dass die beiden Lichter, Sonne und Mond, in gleichen Tierkreiszeichen, in gleichen Gradzahl befinden. Und heute ist das der Tierkreiszeichen Steinbock. Mond bewegt sich schneller als der Scheinbewegung die Sonne und entfernt sich von diesem Position und beginnt die zunehmende Mondphase. Warum ist es so? Weil der Mond hat kein eigenes Licht, sondern der Mond bekommt das Licht von der Sonne, und wenn die beiden treffen, dann kann die Sonne den Mond nicht bestrahlen und wir erleben das wie heute als Neumond, unsichtbar. Aber durch die schnelle Bewegung des Mondes bekommt dann wieder die Sonnenlicht und das reflektiert uns weiter und wir erleben das als zunehmende Mondphase. Ein Neumond eignet sich dafür, nach innen schauen, das innere Licht suchen und auch finden, weil unsere Seele befindet sich in unserem Inneren und es braucht Raum und das sollten wir auch schön gestalten, unserem Innenleben, und dann können wir auch meditieren. Jede nach ihren Fantasie, nach ihren Wünschen, schöne Blumenwiese oder schöne Räumlichkeiten, wo man sich das Gefühl bekommt, da kann ich mich zurückziehen, wohlfinden und Kraft bekommen. Und wir brauchen diese Kraft weitermachen. Und ein Neumond, diese meditative Haltung, hilft nur nicht nur zum Ruhe kommen und diese Kraft spüren, was von unserem Inneren kommt, sondern hilft auch, Klarheit bekommen und orientieren. Und dann machen wir die weiteren Schritte. Und bei einer zunehmenden Mondphase können wir dann etwas starten, beginnen, was vermehren soll, zunehmen soll. In chinesischer Astrologie heißt es, dass der Himmelskaiser, also die Sonne, und die Himmelskaiserin, der Mond, bewegt sich gerade in Palast des Nordens. Gegenüber in Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens. Und in diesem Palast des Südens bewegt sich gerade unserem Planet Erde. In westlichen Astrologie heißt es, unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. In diesem Moment, wo Neumond ist, steigt die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf. Hat auch eine Bedeutung und in diesem Bereich befindet sich auch Jupiter. Also ein aufsteigender Jupiter erleben wir gerade in diesem Moment, wo das exakte Neumond ist. Da vermehrt sich etwas. Haben wir auch Chancen, mehr Glück auch. Und die Tierkreiszeichen Skorpion hat auch eine Bedeutung, etwas transformieren. Nicht nur die Tierkreiszeichen Skorpion gibt dafür einen Hinweis, sondern auch die Fixsterne, wo auch eine Wirkung haben auf diese Neumond, aber das erkläre ich gleich. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Stier in Westhorizont unten. Im Himmelsmitte befindet sich die Tierkreiszeichen Jungfrau und es ist ein Hinweis, etwas in Ordnung zu bringen. Im Himmelstiefe ist die Tierkreiszeichen Fische, etwas im Fluss zu bringen, aber auch etwas loslassen, bereinigen.
Neumond, Sonne, Mond im Tierkreiszeichen Steinbock, wird ein Einfluss geben von Terebellum. Terebellum ist kein Stern, auch kein Sternbild, sondern ein Figur im Himmel. Claudius Ptolemäus, etwa 100, 120 nach unserem Zeitrechnung, bestimmte dieser Terebellum als etwas in Form zu bringen, in Struktur. Aber er beschreibt auch, wir haben auch eine Lernaufgabe und das hat einen Einfluss auf unserem heutigen Neumond. Mond bewegt sich schnell und kommt nochmal ein Einfluss auf diese Mondenergie. Ich könnte sagen, auf diesem Neumond Albireo. Albireo befindet sich im Sternbild Schwan, das Spitze des Schwanes. Hier befindet sich diesem Stern Albireo. Hat auch eine Bedeutung. Albireo sagt aus, etwas loslassen, von etwas trennen, damit etwas muss absterben, damit etwas Neues beginnen kann. Und es ist nicht nur Albireo, was uns diese Botschaft vermittelt durch diesen Neumond, weil bestrahlt dieser Neumond von Sternbild Schwan, sondern gleichzeitig auch die Tierkreiszeichen Skorpion, was in Osthorizont aufgeht, hat auch dieselbe Aussage, etwas transformieren, es muss etwas absterben, loslassen, verändern, kündigen, trennen von etwas, damit wir Glück haben und die Glück ist da, weil Jupiter steigt auch in Osthorizont gleichzeitig auf, also bekommt die Tageslicht. Geht im Westhorizont nach unten die Tierkreiszeichen Stier. Die Tierkreiszeichen Stier hat einen Bezug zu Besitz, zu Finanzen, aber etwas im Besitz zu nehmen. Und da sollten wir schauen, das etwas überprüfen, was sagt aus, weil das ist nicht nur die Tierkreiszeichen Stier, was einen Bezug zum Besitz hat, was die Tierkreiszeichen Stier symbolisiert. Das Geld, die Finanzen, das Besitz und geht gerade unten in Westhorizont. Das bedeutet nicht, dass wir Geld verlieren, sondern das sollen wir transformieren. Etwas hindert uns zum Gewinn zu kommen oder etwas im Besitz zu nehmen. Und es ist nicht nur die Skorpion und die Tierkreiszeichen Stier, wo hier die Gleichgewicht halten, Skorpion steigt auf, Stier geht nach unten und sie stehen gegenüber, die spiegeln etwas. Nicht nur das zeigt in dieser Richtung, sondern die Neumond, die Tierkreiszeichen Steinbock, befindet sich im Lebensbereich Werte, Wertschätzung und Finanzen. Und die Finanzen, das Geldfluss, hängt energetisch zusammen mit unserem eigenen Selbstwertgefühl. Nicht nur unserem eigenen Selbstwertgefühl, sondern was die Menschen uns spiegeln. Schenken sie uns Wertschätzung oder sie beachten uns nicht, das treten sie dann unter den Füßen. Und in diesem Thema sollen wir nachdenken im heutigen Neumond. Wo liegen unsere Werte? Bekommen wir genügend Wertschätzung von anderen? Das in Form zu bringen, weil das spiegelt sich auch in Liebe, Partnerschaft und das ist auch ein wichtiges Thema, nicht nur die Finanzen, weil Venus befindet sich auch in diesem Bereich, wo dieser Neumond ist. Das heißt, im Neumond bildet sich eine Konjunktion zum Planet Venus. Und Planet Venus ist die Planet der Liebe. Also nicht nur in Finanzen ist wichtig die Wertschätzung, sondern auch in die Liebe-Partnerschaft. Und das sollen wir bei dieser Neumond-Position verinnerlichen, nachdenklich zu sein, wo stehen unsere Werte. Wie bringen wir das in Form? Wie können wir verlangen, dass andere uns Wertschätzung schenken?
Dann können wir Gedanken machen über die Finanzen. Was muss loslassen? Was muss verändern? Welche Rechnungen sind noch zum Zahlen, dass das im Gleichgewicht kommt? Geben und nehmen, Ausgabe, Eingabe. All das sollen wir jetzt im Gleichgewicht bringen, etwas transformieren. Das zeigt die aufsteigende Skorpion und Albireo sagt dasselbe aus. Es muss etwas absterben. Es muss etwas loslassen. Es muss etwas bereinigen. Es muss etwas trennen. Es muss etwas kündigen, weil erst dann kommt etwas Neues. Das ist der Hinweis von diesem Stern Albireo und die Tierkreiszeichen Skorpion ist auch ein Hinweis, transformiere etwas, weil dann kommt die Stabilität, weil die Tierkreiszeichen Stier spiegelt das auch zurück, dann kommt die Sicherheit, Stabilität, das Besitz, auch die Finanzen, aber auch Sicherheit, Stabilität in die Liebe, Partnerschaft. Das, was die Tierkreiszeichen Stier symbolisiert, spiegelt. Das spiegelt sich dann zurück, wenn wir in die Lage sind, das zu transformieren. Und Jupiter steigt auch auf im Osthorizont, also er blickt das Tageslicht und steigt auf. Und das bedeutet Chancen, Möglichkeiten, Gewinnchancen, auch Glück. Und die Himmelsmitte, Jungfrau, auch ein Hinweis, bringt es in Ordnung. Und die Himmelstiefe ist die Tierkreiszeichen Fischen, bereinige etwas. Und wie ich schon sagte, es ist nicht nur die Finanzen, was auch sehr wichtig ist, gerade weil das alles in den Finanzbereich abspielt, sondern hier ist auch die Liebe Partnerschaft und da ist auch Thema Werten, Wertschätzung geben und nehmen, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, Respekt bekommen, Wertschätzung zu bekommen. Weil wenn das fehlt, dann gibt die Gleichgewicht und die gibt auch Unzufriedenheit in die Liebe Partnerschaft. Und genau das bringen wir heute in Ordnung. Das sind die Themen. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen befindet sich diese Neumondposition, das heißt auch die Sonne, auch Mond befindet sich hier, aber nicht nur das, sondern hier bewegt sich auch Venus, die Liebesplanet, hat einen Einfluss auf diesen Neumond, also das ist auch ein wichtiges Thema, die Liebe. Hier bewegt sich auch Saturn und Merkur und Lilith, ganz, ganz viele Planeten, eine ganze Ballung von Planeten ist gerade im Tierkreiszeichen Steinbock. Also die Neumondposition, die Venus-Energie habe ich beschrieben. Was noch sehr wichtig ist, und das spielt sich auch im Tierkreiszeichen Steinbock gerade ab, das sind die Gespräche. Merkur bildet sich eine Konjunktion zu Lilith. Und Lilith ist ein Energiefeld, was uns vermittelt, unsere Wünsche, Sehnsüchte, Träume, aber auch die Neigung dazu davonlaufen. Und dann kommen die Erklärungen. Ich kann das nicht. Ich habe das nicht verdient. Ich bin nicht gut genug. Ich erreiche das nicht. Das sind so typische Lilith-Themen. Und hier bildet sich Merkur eine Verbindung zu diesem Energiefeld. Und das wirkt jetzt zusammen. Da auch Gedanken machen in diesem heutigen Neumond, dass wir aufhören. Vielleicht ist es das, was wir loslassen sollen. Aufhören, so schätzen, weil das hält uns klein. Sondern wenn diese Wünsche realistisch sind, dann sollen wir das als Ziel setzen und daran glauben, das Vertrauen und daran arbeiten, dass wir diese Ziele auch erreichen. Weil das führt dazu, dass wir glücklich und erfolgreich sind in unserem Leben. Das löst heute auch etwas aus. Und das spüren Sie natürlich die
Steinbock geborenen. Natürlich kommt auch gute Einflüsse, gerade die aufsteigende Jupiter bestrahlt sehr gut, die Neumond, das sind schon die Chancen und Möglichkeiten, aber eine gewisse Spannung ist noch spürbar, das lässt sich aber nach, das ist die Uranus-Einfluss und das bedeutet, ich habe Angst vor Neuanfang, ich habe Angst von einer Veränderung, das kann eine Art Hindernis sein, er lässt sich zwar nach mit der Zeit, aber heute ist noch spürbar. Und das spüren Sie natürlich, die Steinbock-Geborenen, die Sonne-Mond-Energie wirkt uns alle, also das ist für uns alle, kann ein Thema sein, aber so direkt ist es bei den Steinbock-Geborenen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geboren kommen kleinere Veränderungen. Es kommt auch etwas in Bewegung in die kommenden Tagen. Sie fühlen sich zwar etwas kraftlos oder etwas zu viel zu Zeit und stressig, aber kleinere Schritte machen, kleinere Veränderungen hilft die Wassermann-Geborenen. Und es nähert sich auch die Thema Finanzen. Und ich habe das auch beschrieben, wie das zusammenhängt mit Wertschätzung. Und es wird die nächste Zeit ein Thema sein bei die Wassermann-Geborenen. Aber auch, und das ist ein Hinweis gerade von diesem Neumond, was auch noch wichtig ist, das Selbstbild, selbst darstellen etwas oder die Meinung verdrehen. Sie wollen sich wahrgenommen werden. Ein Aufstieg ist spürbar bei den Fischengeborenen und sie haben wunderbare Einflüsse, auch Chancen, Möglichkeiten, etwas zu verändern, dann Gewinnchancen, auch die inneren Kraft spüren sie. Sie haben auch den Mut, jetzt etwas loslassen, verändern, verabschieden. Es ist eine Wandlung, was dabei hilft, dass ein Aufstieg Glück, Erfolg spürbar ist bei den Fischengeborenen. Die Fischengeborenen haben immer einen Vorteil, wenn sie auf ihren Intuition vertrauen. Da liegt die Stärke bei den Fischengeborenen. Die Wiedergeborenen haben Einschränkungen. Dieser Neumond ist nicht unbedingt die Energie, was die Wiedergeborenen stärkt. Aber diese Herausforderungen können wir auch wachsen. Und wir brauchen oft solche Herausforderungen im Leben, dann kommt wieder die Kraft und mit diesem Kraft können die Wiedergeborenen etwas verändern, verbessern. Und eine Bewegung, eine Leichtigkeit, dass etwas im Fluss kommt, in Bewegung kommt, wird spürbar sein schon in die kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch wichtig, diese Neumondposition, weil das wirkt auch sehr intensiv bei den Stiergeborenen, weil das sind alle, die Erdeelement gehören, also Jungfrau, Stier, Steinbock, die sind in Verbindung. Und das ist natürlich auch spürbar bei den Stiergeborenen, Besitz, etwas in Besitz nehmen, aber von etwas trennen oder loslassen, weil das kann ein Hindernis sein. Und das machen die Stiergeborenen nicht so gerne. Aber das im Transformieren, im Fluss zu bringen und auch die Notwendigkeit zum Erkennen, weil dann kann etwas Neues kommen und diese Neuigkeiten bringt Glück im Stiergeborenen und genau in dieser Spiegel sollen sie schauen, diese Chancen erkennen und so etwas in Form zu bringen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Und sie möchten auch da Ordnung bringen. Es entsteht eine gewisse Unsicherheit. Oder fühlen Sie sich kraftlos? Wichtig ist, dass Sie in die richtige Richtung schauen, immer in die Richtung schauen, wo Sie gehen wollen. Wenn das zu viel ist, zu viel Arbeit oder zu viel Stress oder zu viel Terminen, dann leidet auch die Partnerschaft, leidet die Gefühle. Und da sollen die Zwillingsgeborenen gerade klug mit ihren Kraft umgehen, in die richtige Richtung gehen und in dem Objekt die Kraft einsetzen, was wichtig ist. Also die Zwillingsgeborenen brauchen gerade einen Plan und bestimmen, was ist wichtig und wenn das erledigt ist, dann kommt die nächste. Aber davon hüten, dass es zu viel wird, weil dann entsteht eine Stresssituation und leidet auch das Privatleben auch und die Gefühlen auch und da
verlieren die Zwillingsgeborenen gerade den Gleichgewicht. Chancenmöglichkeiten haben sie auch, aber die Zeit richtig einstellen, einsetzen und auch die Kraft richtig einsetzen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen spiegelt vieles gerade im Leben. Gerade diese Neumondposition sagt etwas für die Krebsgeborenen. Dann liebe Partnerschaft, auch die Gespräche. Wichtig, dass sie nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen. Und auch hier die Werte, auch wichtig, das in Ordnung zu bringen. Und das ist nicht nur die Gewinnchance, nicht nur das Geld, was man durch Arbeit verdient, sondern auch die Finanzbereich, Bank, Finanzamt, Steuerberater, Erbschaften, all das in Ordnung zu bringen, kann auch ein Thema sein, gerade bei den Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Verlieren Sie momentan den Gleichgewicht. In den kommenden Tagen wird aber besser sein. Besonders dann, wenn Mond übergeht im Tierkreiszeichen wieder, dann fühlen Sie wieder die Kraft, können Sie etwas verbessern, können etwas verändern in Ihrem Leben. Heute brauchen Sie den inneren Gleichgewicht und die Ruhe. In den kommenden Tagen wird es etwas unsicher sein und dann kommt wieder die Begeisterung, die Veränderung und dann können Sie etwas in Form zu bringen, weil dann ist die Kraft wieder da, auch die Begeisterung und auch das Glück da. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben auch eine Funktion gerade, weil sie zeigen beispielhaft, wie man etwas in Ordnung bringt. Und das können Sie jetzt gerade in Ihrem eigenen Leben, aber auch für anderen auch da zu sein, das zeigen und haben auch ein Ansehen gerade und haben eine wichtige Funktion im heutigen Tag, weil jemand fragt nach Rat oder sind sie dabei, etwas zum Ende zu bringen, dass sie das Gefühl haben, na endlich habe ich das jetzt mal beendet und herrscht Ordnung. Und sie sind gerade dabei in eigenen Leben, aber zeigen auch für anderen, wie man etwas in Ordnung bringt. Sie haben ganz, ganz gute Einflüsse. Ein gutes Gespräch ist zum Erwarten, ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. Und die liebe Partnerschaft ist auch sehr gut und die haben ein gutes Gefühl heute. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen wirkt dieser Neumond als Herausforderung, so ähnlich wie bei Wiedergeborenen. Aber diese Herausforderungen sind oft, auch wenn es unangenehm ist, weil es kostet Kraft und Mut, aber oft bringt uns das weiter, dass wir weiterentwickeln, dass wir unserem ganzen Kraft zusammensammeln. Und so erleben die heutigen Neumond auch die Waagengeborenen. Das ähnelt sich ein bisschen zu den Wiedergeborenen. Und sie werden auch in diesen Herausforderungen stellen und in den kommenden Tagen wird schon etwas leichter. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist ein Aufstieg. Sie können von diesem Neumond sehr viel profitieren und lernen, die inneren Kraft. Und das haben die Skorpiongeborenen und gerade dieser inneren Kraft einiges bewältigen und haben die Chancen, Möglichkeiten, sehr schöne Einflüsse und das hilft dabei zu einem Aufstieg, hilft beruflich, hilft familiär und hilft auch bei der Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben auch eine gute Energie. Vielleicht trifft es jetzt nicht so direkt, aber diese Lernaufgabe, was Saturn in die letzte Zeit erteilt hat, ist vorbei und sie sind gerade dabei, ihr Leben in Ordnung bringen in allen Lebensbereichen. Sie brauchen auch die Sicherheit, die Stabilität und das gelingt die Schützengeborenen, auch wenn das nicht heute sofort, aber gerade das ist der Prozess, alles in Ordnung zu bringen in allen Lebensbereichen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.